Ja, es gibt ja Leute, es gibt ja Leute, die sagen, das Einzige, was in Europa überhaupt noch funktioniert, ist der ESC. Wobei sie das möglicherweise etwas anders sieht. Sie, das ist die Frau, die am Wochenende in Wien mit einer unglaublichen Kontenance und Lässigkeit ertragen hat, was im Grunde kaum zu ertragen war. Null Punkte, das ist in Wahrheit nur in Flensburg so richtig toll. Herzlich willkommen also der Frau, von der der Satz überliefert ist, ich hatte 35 Länder lang Zeit, zu überlegen, wie ich mit dieser Situation umgehe. Herzlich willkommen, Ann-Sophie. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ja, so. Aber wer hat hier überhaupt jemand ESC geguckt, außer mir? Na komm jetzt, guck mal, waren fast alle waren mit dabei. Und das ist die Frau, die so tapfer dafür uns gesungen hat, die das wunderbar gemacht hat, Ann-Sophie. War toll. Mann. Also. Um's mal ganz direkt zu sagen, also ich fand, du hast das super gemacht. Wir haben ja das Lied hier auch noch mal live gesungen, kurz vorher, ne? War 10 Tage vorher. Ja. Du hast das toll gemacht, du hast grandios ausgesehen. Also an dir lag's nicht. Es war wahrscheinlich das falsche Lied, die falsche Jury, wie auch immer. Aber sag, wie hast du's verdaut? Wie verdaut man sowas, wenn dann am Ende diese schöne, die schwarze Null von Wolfgang Schäuble da steht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mich natürlich sehr, sehr verletzt hat, was passiert ist an dem Abend. Ich habe schon nach dem 5. Land gemerkt, okay, das wird nichts mehr. Und ja, es ist ja sehr skurril gewesen irgendwie auch. Wenn man das mal so durchgeht, ja, also du gehst da auf die Bühne. Ich weiß, wie unglaublich aufgeregt du warst. Ja. Ja, das ist ja ein großer Moment. Du weißt, da gucken nicht 100 Millionen, da gucken eher 200 Millionen Menschen zu. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie man da seine Aufregung, Nervosität... Also, würde ich auch an dieser Stelle mal vom ab. Kollegen, also mit dem Druck, was denkst du, bevor du auf die Bühne, denkt man da überhaupt noch oder was macht man da? Also mit dem Denken habe ich es ja generell ein bisschen schwer. Aber also das hilft schon mal, meinst du? Nee, Spaß. Tatsächlich ist es so, dass man... Also ich habe mich tierisch gefreut, da stehen zu dürfen. Und für mich ist es auch immer noch so, und das versuche ich mir im Rückblick auch immer wieder zu sagen, alles, was passiert ist jetzt in den letzten 3 Monaten und dann auch beim ESC, das hätte ich mir vorher als Künstlerin einfach nur erträumen können. Also für mich haben sich unglaublich viele Wege neu geöffnet. Ich habe viele, viele neue Fans und das ist irgendwie auch schön. Viele Klar. Menschen verstehen es jetzt nicht, was passiert ist. Und es wäre was anderes, wenn jetzt jeder sagen würde, ja, mein Gott, du warst ja halt auch scheiße. Also das wäre dann eben Damit kann man die andere sich, Seite, ja. Kann man sich dann auf jeden Fall trösten, dass man selber das auf jeden Fall gut gemacht hat. Du hast dich nicht versungen, das war wirklich, also von der Performance astrein. Und ich stelle mir das schwer vor, ne? In dieser riesigen Halle, mit dieser sehr seltsamen Akustik wahrscheinlich. Weißt du was, wir schauen mal kurz rein, wie du das gemacht hast. So genial sah das aus, bitteschön. You said you never. Ich habe Befürchtungen, dass es bei den Nullpunkten bleibt. Auch kein Punkt für Österreich, da sind wir nun vereint auf dem letzten Platz. Aber irgendwie ist es traurig. Aber wir finden es nicht verdient. Was sollen wir tun? Wir müssen es einfach locker nehmen und können wirklich Ann-Sophie überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie hat einen tollen Job geleistet. Sie hat super gesungen. Die Stimme von Peter Obern, der gestern übrigens unser Gast war. So, und Ann-Sophie hat hier in der Sendung, als wir uns gesehen haben, gesagt, ich kann im Grunde in diesen 3 Minuten nur mein Bestes geben, Spaß haben, es genießen und es wirklich lieben. Hattest du Spaß? Hat man Spaß, wenn man da oben steht? Genau, also ich habe persönlich für mich das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich konnte in diesen 3 Minuten loslassen. Ich habe das absolut genossen. Die 3 Minuten kamen mir nicht so kurz vor. Ja, es war irgendwie, also für mich als Sängerin und als Künstlerin konnte ich das habe ich geschafft, was ich erreichen ja. wollte. Und es war ein schöner Moment mit dem Publikum. Die waren alle gut drauf und hatten ja. alle Bock auf den ESC. Und
ich war nach dem Auftritt auch total aufgelöst und konnte gar nicht glauben, was gerade passiert ist, weil ich habe noch nie in meinem Leben vor so vielen Menschen gesungen. Und für mich war es sehr, sehr schön. Und danach war es halt erstmal nicht mehr so schön. Aber dann ging das los. Wenn man das mal jetzt durchgeht, da sitzt du da und zitterst da in dieser kleinen Box. Ne? Und dann telefoniert man wahrscheinlich auch mit zu Hause oder schickt sich SMS oder was auch immer. Ist ja wahrscheinlich. Nee, ich habe auf mein Handy nicht geguckt. Guckt man gar nicht drauf, weil man zu aufgeregt ist. Ich fand das ganz ehrlich, also auch. Das hat mich richtig genervt, wie dann die ganzen Delegationen da sitzen und alle auf ihrem Handy gucken und überhaupt nicht merken, was da vorne passiert. Und das hat mich dann irgendwie so an diesem Handy gestört, weil man irgendwie völlig vergisst, was im Moment passiert und alle wieder in der Social-Media-Welt sind und lieber auf ihre Likes gucken und hier noch und da bei Facebook. Und ich fand das so schade und das ist so. Das zeigt so krass, wie wir Menschen eigentlich gerade drauf sind, dass jeder einfach immer nur in einer anderen Welt schwebt. Und gerade wenn du bei so einem Event dabei bist, finde ich das echt schade. Interessant, guck mal. Sebastian, ist auch dein Thema, ne? Ich brauche nichts mehr zu sagen. So, und dann. Aber ganz ehrlich, wie viele neue Likes hast du, weißt du? Ja, ich habe jetzt, ich bin jetzt bei 24.000 bei Facebook und ich hatte vorher 2. Also für mich ist es schon gut. Ja, und weil es geht ja auch, also es geht ständig hoch und ich kriege auch auf den Kommentaren immer nette Kommentare. Es gibt auch den einen oder anderen Stinkstiefel, aber die muss es ja auch geben. Ja, die soll es geben. Aber dann geht das los, pass auf. Also du hast das erste Land hinter dir. Was war das erste Land? Ich habe es vergessen, die erste Stimme kam aus... Gute Frage. Kam aus Egalien. So, null Punkte. So, und dann geht das los bis Land 5. Ja. Und du hast eben gesagt, da habe ich geahnt, da geht irgendwas fürchterlich in die Grütze. Ja. War dir klar, das ist gelaufen? Ja. Oder geht man da die Landkarte durch und sagt, pass auf, die könnten uns mögen, die mögen uns. Okay, die Ösis, von denen kriegen wir wieder keinen Punkt. Aber alle anderen, die Holländer, sind vielleicht nett zu uns. Nein? Nee. Nein. Ich hatte so eine Vorahnung. Ich dachte, okay. Wo ist der Rotwein? Ja. Wann beginnt die Panik? An welchem Land beginnt die Panik? Es waren ja 40 Länder, ne? Wenn 15 mal 0 da steht. Ja, ich habe mir dann noch irgendwann gedacht, so, nee, jetzt ist auch irgendwie geiler, dass man dann bei 0 Punkten bleibt, weil lieber letzter als irgendwo in der Mitte rum. Also auf Trostpunkt, da hatte ich auch keine Lust. Ja. Und dann irgendwie auch, ich habe auch keine Lust auf Mitleidsumarmung oder so. Darum geht es ja auch irgendwie überhaupt nicht. Dann bin ich halt, ich meine, ich habe mich ja mit den Make-Makes, wir haben uns den Platz ja geteilt und wir haben ja auch We Are the Zeros of Our Time gemacht. Ja, wir sind halt jetzt, ich habe mir auch extra einen Ring mit einem Z drauf gekauft. Und Zeros of Our Time. Ja. Also die Loser von heute, ja, sozusagen. Wir können mal, pass auf, es gibt ja den Gewinner-Song. Es gibt ja den Gewinner-Song von diesem extrem attraktiven Schweden. Du musst da leider sehr tapfer sein, Sebastian. Das war ja der, den du auf Platz 1 gesehen hattest, ne, als wir uns hier in der Sendung gesehen haben. Du hast gesagt, der wird sehr weit vorne landen. Ja, er hat er auch absolut verdient. Also ich fand das auch total gut. Er hat sich das immer sehr gewünscht. Er hat sich ja zum dritten Mal schon beim ESC jetzt beworben und war jetzt dabei. Und, der George Clooney vom ESC, ne? Guck ihn genau, dir an. Ja. So, und wir schauen mal ganz kurz rein, wie er gesungen hat. Und dann schauen wir gleich mal, was ihr dann, also du im Speziellen, daraus gemacht habt. We are the heroes of our time. The Zeros of Our Time, wenn man das hört, Frau Schwan, ist das Ihr Humor, wenn man in der SPD ist? Nee, FDP, glaube ich. Oder jetzt AfD. Du sagst ja, die SPD ist die neue FDP. Ja. Soll ich noch was dazu sagen? Oder sagen Sie lieber jetzt was dazu? Nein. Ja, also ich würde das als Heroes of Our Times und nicht Zeros of Our Time nehmen, einfach was Sie gemacht haben, weil ich finde, dass Sie so klasse darauf reagieren. Das stimmt. Finde ich viel mehr. Das ist wahr. Naja, aber ich freue mich ja dann auch doch, wenn Leute denn nicht den ESC gucken, weil dann denke ich mir, mit
euch könnte es vielleicht doch noch was werden. Ja. Gibt es den Moment, wo man sich dann tröstet und sagt, naja, okay, ich habe null, aber die Österreicher haben auch null Punkte? Also, die Österreicher und ich haben, genau, und wir haben absolut das Motto für uns genutzt, we really build a bridge, und wir machen zusammen Musik, und das sind fabelhafte Musiker, und da wird einfach was entstehen, und ich finde, man tut sich immer den Gefallen, wenn man wirklich für sich als Mensch, einfach nur als Mensch und als Künstler, die positiven Sachen rauszieht. Und ich bin froh, dass ich jetzt, die letzten 3 Monate waren so intensiv, ich von 0 auf 200, überall und nirgendwo, total, dass ich jetzt auch mal als Mensch ein bisschen Zeit habe, mich zu akklimatisieren und einfach das mal sacken zu lassen. Und es gibt, ich meine, für mich ist ja jeder und jeder Fan und jeder Mensch wichtig. Und es ist jetzt egal, ob das 1 Million sind oder ob es 20.000 sind. Das sind alles Menschen. Und wenn die Bock auf meine Musik haben, dann freue ich mich darüber. Hattest du Angst vor dem, was da kommen könnte, wenn du merkst, dass das läuft wirklich auf eine Nullnummer hinaus? Das läuft wirklich auf eine Nullnummer hinaus. Hattest du Angst vor der Häme, die da kommen könnte? Ja, also man hat halt dann tierischen Respekt vor der Presse und so. Und wenn die da noch richtig drauf geknallt hätte, dann würde es mir, glaube ich, richtig schlecht aber gehen. Aber bei 0 Punkten traut sich das keiner mehr. Ja. Auch gehässig jetzt irgendwie, oder? Nein, nicht gehässig, nee, gar nicht. Ich glaube, dass einen das ein bisschen schützt. Ich glaube, es ist schlimmer, 5 Punkte zu haben als 0. Ja. Genau, ich meine so. Na ja. Nein, nicht na ja, es ist einfach, guck mal, also das Mathematische da bei diesem ESC ist ja auch seltsam. Also die Wahrscheinlichkeit, 0 Punkte zu kriegen aus einem Land, ist ja sehr viel höher, als Punkte überhaupt zu kriegen. Ja? Genau. Also es ist ja nur auch so, die ersten 10 kriegen ja Punkte und die anderen keinen. Das und heißt, ich war ganz oft auf Platz 11. Eben, genau. Und deswegen ist es immer so, ja. Knapp daneben ist auch vorbei. Ist richtig, ist richtig. Ah, Mann. Aber es war auf jeden Fall, ich war danach ja noch auf der Euroclub-Party und hab mal geguckt, es gibt ja immer noch so Partys und da wollten alle ein Foto haben und haben auch gesagt, sie verstehen das nicht. Und das war für mich auch wieder ein ganz schönes Gefühl und ach, das Leben geht weiter und es werden sich neue Wege öffnen. Definitiv, das Leben geht weiter. Eine sehr, sehr sympathische Teilnehmerin finde ich an diesem ESC. Ann-Sophie, herzlichen Dank für den Besuch, wirklich für den erneuten Besuch. Ich weiß, dass das nicht einfach war heute. Wahnsinn. Sebastian, hast du... Eine Sache musst du... Ja. Ist bei dir irgendwas explodiert? Hattest du Feuer oder sonst noch irgendwelche Pyro-Effekte bei deinem Auftritt? Nee, gar nicht. Also es war reiner Smokey 007-Auftritt. Ich habe mittlerweile das Gefühl, wenn du nicht, also mindestens, wenn nicht eine Brust raushängt, die halbe Bühne in Flammen steht... Das wäre fast passiert. Ja, also, geklebt. Dann hat man da fast eh nichts zu suchen. Also es muss irgendwie immer größer... Also es ist ja eigentlich mittlerweile die Show, ne? Wieder. Ja. Also mindestens 50% des Musikanteils schon fast. Definitiv. Vielleicht hättest du einen Bart tragen sollen. Den habe ich doch vorher abrasiert. Ja, den trägt der Puffpuff auf. Genau. Den alten Bart von Conchita Wurst. Steht mir gut, oder? Steht dir, ja. Die Beine hätte ich schon fast. Ja, definitiv. Frau Schwan, wie geht man mit Niederlagen um?